haben geschaut gestern, um schnell zu regenerieren, körperlich und mental. Haben wir auch Spiel analysiert und schon nach den Besprechungen versucht, uns zu konzentrieren auf Spiel von morgen. Das ist das Wichtigste und wie ich immer sage, mein nächstes Spiel ist der wichtigste. Und bin voll überzeugt, dass die Mannschaft nach der Niederlage, nach harter Niederlage in Salzburg aufstehen wird, viel Moral zeigen wird und ein anderes Gesicht als in der zweiten Halbzeit in Salzburg. Ganz schweres Spiel. Ich hoffe, dass meine Mannschaft natürlich mit Qualität und mit Einsatz sich durchsetzen kann und dass wir dann als Sieger vom Platz gehen werden. Aber wenn Nenad Bjelica kennst, weil Nenad Bjelica ist immer muss, ich mache mir so viel Druck, bei jedem Spiel gewinnen zu wollen, dass ich brauche keinen Mediendruck, um gewinnen zu müssen. Ich will immer gewinnen, egal ob das gegen isländische Meister ist oder gegen Salzburg oder gegen Admira, ist immer gleiche Motivation, gleiche Philosophie und das ist nicht auch für morgen anders. Die Medien machen das, was sie machen müssen und was die Aufgaben von Medien ist, das muss ich respektieren. Aber ich und meine Mannschaft, wir haben einen Weg, dann werden wir diese Linie werden wir verfolgen und bin voll überzeugt, dass wir trotz dieser Druck, wenn Sie so nennen wollen, dass wir am Schluss erfolgreich und ganz oben stehen. Und glaube, wir wollen natürlich weiterkommen. Wir wollen weiterkommen, aber wenn man sagt, ja, gegen isländische Mannschaft gewinnen zu müssen, dann haben sie schon diese Gegner unterschätzt. Und ich will das mit keinem Wort. Dieser Gegner verdient absoluten Respekt von mir und hat absoluten Respekt von mir. Und das weiß die Mannschaft schon. Natürlich hat Austria mehr Qualität als diese Mannschaft, aber man weiß ganz genau im Fußball, dass nicht immer die Besseren gewinnen, sondern gewinnen die überzeugt sind, gewinnen zu können. Und diese Überzeugung muss man haben. Natürlich bin ich voll überzeugt, dass wir mit diesem Einsatz, Überzeugung unsere Qualität uns durchsetzen werden.